Ja. Würdest du auch dir deinen neuen Namen Adolf Hitler mich aussuchen? nennen, ja. Hatte hier auch den Namen als Lieblingsschicks, glaube ich. Ja, hab voll einen gefunden. Sind das Kinder? Das waren Kinder gerade, ja. Schön. Also Trampolin, du magst das, wenn bam. Kinder sich tot prügeln. Finde ich gut. Na, tot, das Mädchen ist wieder aufgestanden. Ja, mit Querschnittslähmung. Nee, ruhig läuft. Man kann das auch ruhig mal zugeben, dass das okay ist, wenn Kinder aufs Maul kriegen. Also halt eine Gefahr. Weißt du, wir Eltern, was haben wir denn sonst für Freuden im Leben? Außer Kinder zu schlagen. Weißt du, dein eigenes Leben ist vorbei. Du musst ja doch dann das irgendwie so ein bisschen noch schön gestalten. Ach, du meinst als Elternteil? Ja. Ja. Ich, ich ja, leide jeden Tag. Ich finde es ja so spannend zu sehen, wenn so Gleichaltrige schon Eltern sind. Mhm. Das heißt schon, also wir sind ja in unseren 30ern. Ich bin ja 30 geworden. Mhm. Und ich finde es krass, wenn man so Leute aus der eigenen Klasse sieht, die jetzt irgendwie zwei Kinder haben. Mhm. Einer hat sogar schon drei Kinder, Alter. Die Kinder haben schon Kinder. Nein, das noch nicht ganz, glaube ich. Aber die dann so zu sehen mit deinem Kinderwagen, mit dem dritten Kind. Und dann sieht man sich. Und die wirken auch irgendwie älter. Als dritter Lebensweg auch. Was? Dritter Lebensweg. Ach so, ja. Hm. Also es ist komisch, immer noch, aber man gewöhnt sich dran. Es war wie die ersten Leute, die jünger als man selber war und schon Auto fahren konnten oder so. Ja, das ist wie, wenn plötzlich ein guter Kumpel von dir im Rollstuhl sitzt. Man gewöhnt sich halt dran. Es das trotzdem auch. Ist immer wieder bitter, aber... Ja, das stimmt. Wie mit Kindern, das ist gleich eigentlich. Man gewöhnt sich irgendwann dran, Leute, dass man älter wird. Ja, Kinder dissen macht einfach Spaß, weil die so unschuldig sind. Ich diss die gar nicht. Naja, dann... Fangen wir an. Ich bin noch ein Pädagoge. Mein Brot, mein Leib und Brot. Ich muss auf jeden Fall was dissen hier übrigens. Ja, ist gar nicht so. Ach, sieht nicht so schlimm aus. Ja, deine Verletzung. Ja, ich hatte ein kleines Malheur mit einem alten Nagel oder Schraube, den ich mir da in den Finger gewamst habe. War ich heute im Klinikum, die haben mich wieder weggeschickt. Ist scheinbar doch nicht so nötig. Echt, gehst du einmal zum Arzt, ne? Ja, ist echt so. Wieder weg. Ach, ist nicht so schlimm. Einmal, ey, und ich bin da extra hochgefahren ins Klinikum, aber das ist so ein bisschen außerhalb. Und oh. Mit Fahrrad oder Skateboard? Nee, mit dem Bus. Ach so. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Vor allem nicht mal Geld bezahlt, ich hatte noch Ticket. Egal. Und dann haben sie mich weggeschickt, haben gesagt, nee, Trippelimpfung morgen beim Hausarzt. Und dann dachte ich, okay, ich dachte, das ist hier irgendwie nötig oder halt dringend, weil meine letzte Tetanusimpfung über 11 Jahre her ist. Mhm. Und scheinbar nicht. Und dann bin ich den Berg vom Klinikum zur Falkenburg Richtung meine Mutter runtergeballert, mhm, und habe dabei Sweet Sweet Gwendoline gehört. Und geil. Deswegen kommt das heute in die Playlist, weil es richtig geil war. In der stockfinsteren Nacht, mhm, diesen übelst steilen Berg runtergehämmert. Du siehst die Schlaglöcher nicht, also mit, mhm, Skateboard. Richtig geil. Aber was ich ja eigentlich Song, ja, sagen wollte, wo wir gerade beim Ranten waren oder beim Dampf ablassen oder was weiß ich, was die Überleitung war, halt's Maul. Wir sind übrigens heute am Montag, es tut mir leid. Das hat jetzt auch mit meinem Finger ein bisschen zu tun. Ja, aber auch, weil ich auch beschäftigt war. Ich hatte ja eine Podiumsdiskussion, war ich auf der Bühne, wo ich auch einen unserer Hörer getroffen habe. Mhm. Liebe Grüße an, ich sage Namen an lieber nicht, dieser, falls es nicht möchte. An einen dieser drei Brüder. Genau, um es mal geheim zu halten. Ich weiß nicht, ob das möchte, aber ich habe einen getroffen. Ich war auf einer Veranstaltung, auf einer politischen. Da ging es um so antifaschistische und antirassistische Aktionen und so weiter. Und da war ich auf der Podiumsbühne und da habe ich dann einen Abend zuvor beim Kennenlernessen quasi einen getroffen, der mich angesprochen hat, dass er Podcast-Hörer ist. Oh. Freut mich immer sehr, schön, dich kennengelernt zu haben. Oh. Und Faust hoch. Genosse. Faust hoch in das Gesicht von Leuten rein, die sagen, Shining und Audition wären gute Horrorfilme. Das muss ich ganz kurz noch loswerden. Shining habe ich noch nicht gesehen, nee, stimmt. Ja, und Audition wahrscheinlich auch nicht. Der ist ein bisschen nischiger, aber wird auch immer so gefeiert als einer der besten Horrorfilme. Und das ist die ersten 80%, ist das einfach kein Horrorfilm. Das ist dann eher eine Romanze oder fast eine Rom-Com, so ein bisschen in so diesem düsteren 90s-Vibe. Aber... Nee, einfach nein. Ja, da ist dann am Ende so, oh nein, schockierend, oh brutal. Aber das ist einfach nichts. Horror ist relativ. Und manche ist auch der Podcast ich weiß, ist ja Horror. Genau, und deswegen wollte ich das nochmal ansprechen, weil ich habe wirklich das Gefühl, ja, und jetzt will ich keinem auf den Schlips treten, aber dass um mich herum die Menschheit, dass die alle Mimosen sind. Ja? Also wirklich, wer Shining ja, Thomas gruselig Gottschalk, findet, ja, wer Shining gruselig findet, und überall wird er gefeiert als bester Horrorfilm. Der ist einfach nur langweilig. Ich gebe ihm das, er hat Atmosphäre. Kennst du mit hier das eigentlichen Stephen King Buch und Jack Nicholson? Also ich weiß schon, ich ja kenne den Film schon, ich habe ihn nur noch nicht gesehen, ja, aber ich kenne ihn. Musste nicht, schmeiß weg. Doch, ist auf der Watchlist.
Tatsächlich. Hm. Wollte ich nur kurz loswerden. Wer sind wir eigentlich? Jetzt können wir einleiten, komm. Wir sind Eileiter. Wir sind der Brennpunkt Internet, der satirische Wochenrückblick, mehr oder weniger, manchmal auch ein bisschen ältere Geschichten oder auch aus unserem Privatleben. Ja, das ist ja immer der Cold Opener. Genau. So wie ein Flaschenöffner, der aus dem Tiefkühlfach kommt. Das stimmt. Und wir reden über Sachen, die viral gegangen sind, die in der Politik oder in den Nachrichten gerade aktiv sind und die in Weimar passieren. Das ist auch ein bisschen ein Lokalpodcast. Und vor allem, was in Amerika passiert, zumindest aktuell noch, weil Wahl ist. Und ich bin einfach voll im Thema. Deswegen bin ich froh, dass du hier bist. Du versorgst uns dann mit den lokalen Themen und Deutschland-Themen wahrscheinlich. Ja. Und ich bin wirklich... Also wenn ihr das hier hört, ist morgen bereits die Wahl. Ja, also es ist jetzt wirklich Endspurt danach. Vielleicht entspanne ich mich ein bisschen. Vielleicht wird es aber noch krasser, wenn dann dieses ganze She rigged the election Scheiße losgeht. Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Wir Stop sind the count. Röbert Töpfer-Rafu. Und Töpfer-Röber-Rafu. Okay, gut, das sind wir. Unsere Instagram-Accounts, zumindest Tino seiner, ist, glaube ich, in der Beschreibung verlinkt. Also geht da also auf YouTube, wenn ihr auf Spotify hört, seid ihr halt. Ich bin mit vollem Klarnamen schlecht. Online unterwegs. Was ich ein bisschen bereue, ehrlich gesagt. Ich hätte mir auch so, weiß ich nicht, wie. Du musst ja jetzt nicht zugeben müssen. Naja, komm, Tino Ranacher ist jetzt nicht gerade ein Name, den man sich ausdenkt. Naja, doch, klar, das ist wie. Ted Cruz zum Beispiel. Der nimmt nämlich seinen eigentlichen Namen auch nicht, weil die Leute dann denken, der hat ausländische Wurzeln, den mögen wir nicht. Ah, er ist wahrscheinlich sowas wie Yusuf oder... Müsste ich jetzt nachgucken, aber komm, mach mal den Spaß. Bei Freddie Mercury ja auch. Ich habe ja auch Leute wie Rio Reiser oder Falco, die ganz langweilige Namen hatten, ne? Ja. Also Rio Reiser hieß Ralf Möbius. Ja, will keiner. Falco hieß Hans Hölzel. So willst du halt nicht heißen, ne, wenn du auf der großen Bühne stehst. Ja, aber ist ja eigentlich scheiße, oder? Oh, Flugmodus ist aktiviert, weil mein Akku alle ist. Ja, aber ich hätte mich früher schon Tinko nennen sollen oder so. Raphael Edward Ted Cruz. Ja, ja. Also Raphael ist jetzt halt so ein, nicht so ein... Also ist Ted ausgedacht, der Cruz stimmt ja. Ja. Er ist auch Ed Cruz. Naja, Ted ist wahrscheinlich ohne Abwandlung von Ted, von Edward. Egal, war doch auch jetzt nur ein Beispiel. Anyways, was ist denn sonst so passiert? Was ist passiert, liebe Leute? Was ist die letzte Woche passiert? Die Leute, die sitzen, ich habe da schon wieder Stefan Raab gesehen, die sitzen am Empfangsbolzen und fragen sich, was ist die letzte Woche passiert? Habe ich was Wichtiges verpasst? Wir sind Urwils einzige Informationsquelle. Was ist los, Tino? Ja, also ich habe so Themen wie, es geht um den ESC, es geht um Russland, es geht um Nazis in der AfD, überraschenderweise, und es geht um eine Ohrfeigentherapie. Nur um das schon mal vorwegzunehmen, so ein bisschen. Mhm. Wir fangen mal an mit dem ESC, nämlich soll Stefan Raab wieder den ESC-Vorentscheid mit organisieren. Er ist ja jetzt bei RTL Plus mit seiner neuen Show, Du kriegst ja nicht die Millionen oder so ähnlich, die am ersten Tag sehr erfolgreich war, aber inzwischen gar nicht mehr so sehr angeblich und es so abwärts geht. Aber er will jetzt mit dem ARD zusammen den nationalen Vorentscheid für den ESC organisieren. Und Leute, bewerbt euch. Jetzt habe ich dich aber am Sack, weil es ist halt wirklich, wie ich gesagt habe, der ESC ist doch gerade erst gewesen mit diesen komischen Leuten da. Ja, na, aber jetzt fängt der Vorentscheid an. Dann haben wir wieder ESC. Nach dem ESC ist vor dem ESC, Robin. das ist doch immer so. Auch wenn unser Podcast zu Ende ist, dann fangen wir doch wieder an, für einen neuen Podcast zu planen und überlegen, weißt du? Und hier ist es genau so, dass jetzt der Vorentscheid, also die Bewerbungsphase anfängt. Das heißt, wenn ihr Musik macht, ihr müsst nicht mal eigene Songs schreiben. Ihr könnt doch einfach ein Cover hochladen und singen. Die suchen auch Menschen, die einfach nur singen können. Aber auch Leute, die die Songs schreiben, die eigene Songs schreiben. Bewerbt euch, könnte witzig werden. Ich bewerbe mich mit Stefan Raab. Am Anus ist ein Furunkel. Ich kenne die Intimitäten dieses Mannes. So heißt der Song. Nicht? Warum nicht? So heißt der Song. Wir können auch einen zusammen aufnehmen, einen Song. Okay, aber den. Okay, wenn er genommen wird, klar, sicher. Das wäre schon gut, oder? Bin ich dabei. Vor allem das internationale Publikum wird ihn sehr abfeiern. Ja, sicher. Mhm. Wobei manchmal laufen ja auch die Subtitle unten so. Mit Na, das wäre ja noch geiler dann. Ja, ja. Aber gäbe es denn ein Act aus Deutschland, den du ganz gerne beim ESC sehen würdest? Nee, Deutschland raus aus Deutschland, aber Kari Kari aus Österreich möchte ich sehen, weil die supporte ich einfach jetzt. Ach, sind die aus Österreich? Ja. Das wusste ich nicht. Mhm. Ich dachte, die sind irgendwie aus Japan. Die sind die Falcos des 21. Jahrhunderts. Das haben schon viele von sich behauptet. Zwei davon sogar. Auch früher schon. Falco war nur einer. Tut mir leid. Früher haben sie auch schon gesagt, Mozart ist der Falco des 17. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts. Ja, die sind aber auch dumm halt gewesen so. Früher bei dem Mozart. Ja. Die hatten ja noch nicht mal Schallplatten. Ja. Hatten sie nicht. Das weiß ich, was die hatten damals. Nicht, meine ich. Nee, aber TikTok.
als ich noch so Teenager war, so 12, 13, ich war schon immer ESC-Fan als Kind schon, da habe ich manchmal so mir Listen aufgeschrieben von Bands und Klosterfrau und Melistengeist. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr den Gag verstanden habt bei Spotify und den habe ich selber nicht mal verstanden. Das ist okay. Es ist einfach dieses, weißt du, das einfach muss raus. Ich habe Gag-Tourette. Das ist okay. Habe ich jedenfalls Listen erstellt von Bands und so, die ich ganz gerne sehen würde beim ESC für Deutschland. Habe ich As Five aufgeschrieben und Silbermond, wo ich dachte, die wären doch, oder Rammstein damals doch, die wären cool gewesen beim ESC. Und nicht mal so diese No-Names teilweise. Klar, es ist auch cool. Lena war ja auch ein No-Name zuvor. Es ist ja auch so ein Nachwuchswettbewerb. Aber ich glaube, ab und zu mal wagen, so jemand Großes hinzuschicken. So, weißt du, der irgendwie für was steht und den man kennt und so, um zu zeigen, dass wir echt gute Musik haben hier in Deutschland. Ja, aber gibt's halt keinen, ist das Problem. Nicht so richtig, ne? Aber ich hatte gerade die Idee, zu Rammstein gesagt hast, vielleicht machen wir mal ein Event. Raab zum Beispiel hat ja wieder dieses Boxen gemacht. Ja. So UFC-Fighting, aber es treten nur die ganzen Perversen an. Diese ganzen Jimmy Savils, ja. Epsteins, P. Diddys, Rammstein. Wenn die noch leben halt und frei sind. Ja, viele davon halt leider nicht, aber ist ja egal, werden sie ausgeschacht. Ja, und wer gewinnt, der wird wieder akzeptiert. Seine Weste wird reingewaschen. Ja. Der ist dann wieder auf der Woken-Seite der Macht. Okay. Finde ich cool. Können wir das denn nennen? Das große Back to Woke oder sowas. Back to the... Ja, irgendwie sowas. Das große... Ich hab grad kein Beispiel. Kiddy-Gefiddel. Ja, Kiddel-Gefiddel. Oder eben nicht mehr, ne? Genau, ich bin raus. Ich bin ein Star, ich bin ein Woker-Star. Ja. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Fände ich ganz cool. Komm her. Hitler, Kinder-Fiddler. So heißt es. Auf RTL Plus ab nächste Woche, liebe Leute. Apropos, ja. Hat mir hier drüber gesprochen über El Hotzo und Böhmermann, dass die sich... Ja, die machen jetzt hier RTL Plus Scheiß, war wieder nur Promo. Das war Promo, ey, genau, so fucking berechnet und dumm. Finde ich nicht, also ich bin drauf reingefallen. Ich dachte echt, dass sie sich nicht leiden können. Ich habe das so ernst genommen, dass sie sich so anfalten. Also ich bin da wahrscheinlich nicht so deep drin wie du. Ich habe einen Tweet gesehen auf Twitter und da dachte ich schon, da war irgendwie ein Screenshot von der Instagram-Story. Und das war halt wieder so dumm. Und ich habe die beide halt nicht so eingeschätzt, dass die das in die Öffentlichkeit tragen, weil das dumm ist. Aber es ist einfach langsam ein bisschen... Ich höre den Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ja, du bist nämlich völlig indoktriniert von halt den Leitmedien. Das halt nicht, aber da hat er auch sich öfter über El Hotzo geäußert, auf eine realistisch bösartige Weise, wie ich dachte. Aber alles nur Show, sie haben jetzt eine eigene Show auf RTL Plus auch, die jetzt eigentlich rauskommen müsste. Und RTL Plus ist jetzt das neue Ding, ja? Die haben sich jetzt reingewaschen. So. RTL ist auf einmal geil. Ist mitten im RTL Leben, Plus. Nudeln auf dem Kopf, auf dem Bauch, haben wir jetzt alle vergessen, oder was soll die RTL Scheiße? Hatten auch schon einige so Aufklärungsreportagen gemacht, so Investigative gegen die AfD und so, die sind schon... Die können mal aufklären die machen auch coole Sachen. Die Scheiße, die RTL gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Ja, das gibt auch genug, na klar. Oder Wallraff und so, und der war ja auch Teil davon, der auch ganz cool ist. Also RTL ist nicht nur schlecht. Es war nicht alles schlecht bei RTL. Ja. DSDS erste Staffel, komm, ja, die war gut. Stell dir mal vor, du hast ein Essen vor dir, ja? Isst das und sagst hinterher zum Koch, war nicht alles schlecht. Ja. Ja, ist das okay. Geil oder? Dann war es aber genießbar. Du hast es ja aufgegessen, weißt du? Es war ja genießbar. Weiß ich nicht. Jedenfalls, liebe Leute, ESC, bewerbt euch und macht das. Mach mal, pass auf. Kann ich irgendwas sagen, was nicht mit dem Ausland zu tun hat? Es war Halloween gewesen. Ja, das stimmt. Das ist ja auch schon mal was. Ja, hast du gefeiert? Ja, also jetzt nicht so traditionell, würde ich sagen, mit Feiern gehen, weil normalerweise ist ja hier ein Jonas Brother, hat ja immer Halloween-Feier. Ja, stimmt. Und das war dieses Jahr nicht, das wird im November nachgereicht. Und deswegen hatte ich da nichts geplant weiter und war dann mit den ganzen Skate-Jungs und Mädels beim Vortrefflich auf der Rampe. Auch schön. Schön beleuchtet, so eine Plane drüber, falls es regnet und so Lichterketten, das war schon sehr idyllisch. Ach cool. Und da fahre ich sehr selten und es war ein nettes Miteinander. Ich liebe auch Halloween, ich finde das immer toll. Ja, ich hatte die Diskussion mit Marlene, Marlene quasi, welches so der beste und schlechteste Feiertag im Jahr ist. Und sie hat gesagt, Silvester wäre ihr am wenigsten liebster Feiertag. Und ja, dann habe ich dann sie direkt aus der Wohnung geschmissen. Nee, weil ist ja falsch, Neujahr. Neujahr ist ja Feiertag. Ja, aber Neujahr wird nicht gefeiert. Neujahr ist Hangover Day, Silvester ist das Geile. Da habe ich sie auf jeden Fall gleich rausgeschmissen, weil das ist eine Meinung, die ist einfach nicht vertreten. Das sehe ich aber genauso. Ich finde auch, Silvester und Neujahr sind für mich die unnötigsten Feiertage, brauche ich nicht. Ich finde Silvester feiern immer scheiße eigentlich.
Wie, also letztes Jahr war eine sehr schöne Feier. Na klar, also ich mach das Beste Jahr wiederholt, draus. Falls du dich beteiligen möchtest, da viele nette Leute, die du alle ich mach magst. Das Beste draus, aber ich finde so dieses wach bleiben müssen und so und dann geht's bis ewig lang und knallt. Da ja. merkt man, dass du 30 bist. Na, ich war schon bis immer. Um 0 Uhr wach bleiben. Nee. Frag meine Eltern, ich war schon immer Anti-Silvester und ich fand es immer schon blöd. Und es ist rumgeknalle und so, das gefällt mir alles nicht. Das okay, nicht und Ding. Du feierst dann lieber den Tag der Deutschen Einheit, oder? Nee, auch nicht. Ja. Reformationstag finde ich geil. Warum? Na, weil Halloween ist. Ja, gut, aber dann feiert man ja, wenn dann Halloween. Ja, natürlich, klar. Auch ein bisschen die Reformation, weil die war ja auch wichtig. Ich finde, Ostern ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Aber es war so ein Durchschnauf mal ganz gut. Das heißt, man ist ein bisschen frei und man kann Eier suchen und so, ist schon ganz süß. Hm. Ostern ist okay, aber auch eher so C-Tier. Na gut. Ich habe auf jeden Fall meine letzte Woche genutzt und habe eine Rampe gebaut, was ich vor Monaten schon mal angedacht hatte. Ich habe sie gesehen heute. Sieht sehr schön aus. Sehr, sehr geil geworden. Ich habe erst einen Schlag gekriegt, weil ich musste die auf dem Grundstück bauen und das ist da krumm und schief. Der Boden hat so Wellen. Dann haben wir das rübergetragen und auf einmal wackelte natürlich alles. Dann musste ich es nochmal aufstellen und dann alles neu verschrauben. Ah, shit. Und jetzt steht es aber bombenfest. Ich habe sogar eine Plane drüber, sodass es ein bisschen regengeschützt zumindest ist. Mhm. Und das, endlich mal wieder so ein bisschen so was bauen, Alter. Handwerk. Das gute alte Handwerk. Hier möchte ich jetzt mal wirklich die Büchse brechen. Wie sagt man? Ich möchte jetzt mal ein Bein brechen hier über euch allen Handwerkern. Ja. Das ist natürlich, wenn man es auf Dauer macht, das ist ein Knochenjob. Das ist auch nicht schön, ja. Aber das ist auch mal einfach ein geiles Gefühl. Einfach mal mit den Händen was zu erschaffen. Ja, wie der Orgasmus zum Beispiel. Zum Beispiel. Dafür kann man auch andere Gerätschaften oder Körperteile nehmen. Alles geht. Aber die Hände, die sind für Rampenbauen da. Ja, das auf jeden Fall in meinen lokalen Themen. Das war auch in meinem Freundeskreis als Kind immer so ein Ding, dass man Rampen gebaut hat für ihre Fahrräder und so. Und das fand ich immer so... Das ist das Hauptproblem. Jetzt komm, das Ding steht einen Tag da und die ganzen kleinen Dreckwänster sind sofort am Start. Und ich habe nichts dagegen, wenn die da mit dem Fahrrad so drüber fahren. Mhm. Aber die benutzen das als Rutsche und bleiben dann davor liegen. Mhm. Und es ist halt einfach kein Spielplatz. Ja, ist nicht für Kinder. Jeder wird toleriert, wenn man da halt, wie gesagt, anfährt, einen Trick macht und wegfährt. Aber wenn man dann den Platz blockiert, das ist wie, als würdest du dein kleines Kind beim Golfen vors Loch setzen und sag, guck doch mal, ein lustiges Loch, steck doch mal die Faust rein, spiel doch mal damit. Ja. Da wird da auch jeder sagen, bist du bescheuert? Ja. Oder reinrutschen oder so ins Golfloch. Schön, dass ich es mal sagen konnte. Willst du nicht so ein Schild aufstellen, einfach neben das Kinder verboten. Gerät? Mal zum Beispiel. Das ist ja nicht wahr. Wie gesagt, ich fände das ja geil. Ja? Mhm. Wenn dann, das ist kein Spielplatz, jeder ist eingeladen, Rampe zu fahren, aber nicht hier scheiße rumsitzen. Dürfte auch Herr Kleine mit dem Skateboard da langfahren? Herr Kleine darf gar nichts mehr. Ach so. Seit der wieder gewonnen hat mit 75%. Ja, das beliebt hier in Weimar. Mann, muss man der sagen. War immer noch nicht bei uns im Podcast. Was soll das? Wir haben zwar auch noch nie wirklich gefragt, aber das ist ja egal. Nicht ernsthaft, nee. Macht ihr das mal für uns, Leute. Schreibt ihm mal einfach bei Instagram ein paar Nachrichten, dass er zu uns kommen will. Dass er uns schreibt. Ja. Weißt du, uns soll er jetzt schreiben. Komm, hau deine Themen raus, dann komme ich zu meinem großen Amerika-Blog oder so. Ich habe noch ein wokes Thema, nämlich ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Mhm. Das heißt, jetzt können sich Menschen sozusagen beim Standesamt erklären, ihren Geschlechtseintrag und den Vornamen ändern zu lassen. Und das ist quasi ab jetzt möglich. Es gibt 3 Monate Bedenkzeit, wenn du es angemeldet hast. Dann gehst du hin, machst eine Unterschrift, suchst dir halt Vornamen aus und so und kannst dein Geschlecht auch rausstreichen. Kannst auch einfach sagen, willst gar keins haben und hast dann quasi ein Jahr Sperre, um das nicht wieder ändern zu können. Hm. Das ist jetzt so das Ding, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Uns macht es gerade trans- und nicht-binären Personen einfacher. Und da wird direkt jetzt wieder hier so eine bunte Haare-Person genommen. Das hätte ja auch jeder sein auf dem Bild hier, das ich habe, ist vielleicht ein Beispiel von einer Person, die dort war. Kann ja sein. Na gut. Die sie interviewt haben. Weiß ja, die ein oder andere Person kennen wir ja vielleicht, die davon Gebrauch machen wird. Ja, kenne ich auch einige. Würdest du... Ja. Würdest du auch deinen Adolf Namen Adolf Hitler mich nennen, ja. Den Vornamen darfst du ändern. Und Adolf Hitler zusammengeschrieben? Adolf Hitler Noster? Versuch's mal. Nein, was? Würde ich meinen Vornamen ändern? Ja, aber bist du happy mit deinem Vornamen? Kein Problem. Ja? Okay, zum nächsten Thema.
Ich habe doch keine Mental Illness. Nee, aber was ich ja sagen wollte, das habe ich jetzt eigentlich nur gesagt, damit ich das nicht vergesse. Mental Note, ich habe vergessen, es nachzuschauen. Ich habe Jubilee konsumiert, diese fucking Tracks neue YouTube-Seite, so neu ist die nicht, aber die ist gerade überall, weil die dieses, was du jetzt auch entdeckt hast, dieses Konservativer spricht mit 20 Leuten oder Progressiver spricht mit 20 Konservativen, dieses Format halt echt krass forcen irgendwie und das halt überall in die Timelines gespielt wird. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? War ja auch gutes Format, ich habe es mir angesehen zum Teil. Da war, also die machen zusammen, da ist quasi ein Product Placement drin von, oh, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber so eine Nachrichtenseite, die sich auf die Fahne geschrieben hat, neutralen Berichterstattung maximal zu versuchen. Und die machen dann quasi die Fact-Checks. Und in diesen Fact-Checks stand drin, dass ein relativ hoher Prozentsatz, ich kann es halt jetzt nur falsch zitieren, aber auf jeden Fall irgendwie 60 plus Prozent von den Befragten, die homosexuell waren, irgendeinen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das korrekt ist, wenn das ein Fact-Check war. Aber also das war ja vielleicht auch keine globale Studie, sondern vielleicht wird in Amerika einfach mehr sexueller Missbrauch gemacht. Aber das fand ich auf jeden Fall Mental Note, ne? So nach dem Podcast werde ich mal vielleicht in Ruhe nachgucken. Nee, also ich habe mich auch befasst mit dem Thema, ne? Weil ich sage auch nicht, dass das allgemein so ist, aber wenn es eine Studie gibt, die das zumindest schon mal so dargestellt oder halt so mit x Leuten rausgefunden hat, dann. Aber kann ja auch sein, dass wenn du 1000 random Leute nimmst, dass irgendwie 60% davon Missbrauch in der Kindheit. Je mehr Menschen du befragst, desto näher kommst du auch der Wahrheit dran. Wenn du aber nur 100 gefragt hast, hast du jetzt nicht wahnsinnig viele Eindrücke davon. Das ist jetzt zu komplex, um es jetzt rauszusuchen. Ich habe es jetzt nur noch mal gesagt, weil dann vergesse ich es nicht und dann gucke ich es danach nochmal nach. Nee, also ich habe noch nicht gehört, die Studie davon. Ich will es auch nicht total abweisen, aber das wäre mir völlig neu. Ich habe mich zu meiner Zeit als Sexualpädagoge sehr viel belesen zu dem Thema, auch wo das herkommt, auch mal argumentieren zu können. Und es gibt einfach keine Erkenntnisse dazu, wo Homosexualität herkommt. Es ist einfach eine Präferenz. Es gibt ja auch im Tierreich Beobachtungen, dass es da auch gibt. Das heißt, es ist auch nichts irgendwie Erspornes von Menschen, sondern es ist einfach ein Ding in der Biologie. Also ich will auch mal reinschieben, selbst wenn das so wäre, wäre das halt nichts Schlimmes. So, ja. Nicht, dass das jetzt so wirkt, aber das war halt einfach so ein Ding, ich habe das gelesen und so. Ja. Aber viele versuchen das ja doch schon zu pathologisieren, indem sie irgendwie sagen, das ist halt eine Erkrankung wie trans sein. Ne? Dass irgendwie, wenn die behaupten, ein besonders hoher Prozentsatz von queeren Leuten sind suizidal. Das ist richtig, aber nicht, weil sie queer sind, sondern weil die halt gemobbt werden von vielen Leuten und nicht ernst genommen werden. Oder weil sie halt vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, zu einer Transition zu kommen. Genau, zum Beispiel. Und das ist natürlich dann auch nicht so geil. Hab ich auch mal gesehen, ganz cool, da war eine Person, die auch so gegen Transpersonen gehetzt hatte und meinte, die Menschen, die trans sind, müssen behandelt werden. Sagt dann die andere Person, ja, werden die doch. Da gibt es eine richtig gute Lösung. Ja, welche ist es denn? Na, Transition. Das macht die meisten Menschen glücklich, die halt betroffen davon sind. Klar gibt es immer Menschen, die es auch bereuen irgendwann, aber das ist so ein minimaler Prozentsatz. Nee, Tino, ne? Ich finde das nicht in Ordnung, wenn man sich irgendwie verändert, nur um irgendwelchen Geschlechterbildern besser gerecht zu werden. Wie zum Beispiel, wenn man sich die Haare transplantieren lässt, weil die ausfallen. Ja? Ja. Oder wenn man sich die Jawline ändert, um männlicher auszusehen. Ha? Alles Elon Musk. Stimmt zum Beispiel. Du Bastard. Also sich quasi eine Mask bauen lassen. Mhm. Eine Mask. Ich bin noch nicht ganz, aber ich bin noch nämlich bei einer Nachricht, die eigentlich sehr traurig ist. Nämlich wurde eine Frau durch einen von Gott gesandten Boten getötet, nämlich von einem angeblichen Heiler. Ist das eine Bildschlagzeile? Das wirkt so hier mit dem. Ja, das kann sein. Aber ich habe einen Fall nachrecherchiert. Es ist eine Frau, die 71 war, hat sich einem Heiler anvertraut, weil sie schwer krank war und ist dann eben gestorben nach einer Ohrfeigentherapie. Heiler. Und ich meine, der Fall ist sehr traurig. Also ich tut mir leid, ich habe jetzt die Wirkung des Wortes Ohrfeigentherapie leider unter den Tisch fallen lassen. Ja. Das ist schon. Das meine ich halt, das könnte auch echt so ein Albumname sein oder so, oder eine Bandname, Ohrfeigentherapie. Finde ich einfach, ist ein klasse Wort. Ich will es mal abkapseln von dem Fall von der armen Frau, die da gestorben ist. Aber wie sah die denn aus? Mal ganz ehrlich. Rot auf der Wange wahrscheinlich. Ja, offensichtlich. Das fand ich irgendwie, ich fand das Wort sehr witzig. Und wer das schon hört, ja, kommst du mal zu mir zur Ohrfeigentherapie, ne? Kostet nur 1000 Euro pro Schlag oder so. Ja, aber das nimmt man doch nicht ist ernst. Dieser Heiler da vielleicht wirklich so ein kleiner Sadist, der da Leuten erzählt? Und möglich, aber man weiß es nicht. Aber also mit Verlaub,
Ist das nicht auch ein bisschen natürliche Auslese wieder? Ja, wenn man jetzt ganz, ja, kann man so bezeichnen. Also wenn du wirklich irgendeinem Quacksalber glaubst, dass eine Ohrfeigentherapie dich heilt. Das machen die auch sehr gut, solche Wunderheiler, ne? Die wissen ja auch, wie sie reden müssen und so. Und verarschen dann die alten Omas. Aber trotzdem, also da kann doch die silberste Silberzunge dir ankommen. Wenn die dann irgendwann sagt, ja, also pass auf, du musst dir jetzt nur eine Hand abschneiden, um irgendwie bessere Hitlergruß machen zu können. Ich weiß auch nicht, was manche, ich halt mit Hitler manche sind halt so verzweifelt und nichts hat angeschlagen von der Schulmedizin, dass sie halt dann irgendwie denken, die können zu einem Wunderheiler gehen oder einer Wunderheilerin gehen. Dann machen die irgendwelche Chakra-Reisen und so und bezahlen dafür einen Haufen Geld, obwohl es nichts bringt. Also nicht viel. Ich will nicht sagen, dass es nichts bringt. Es gibt Menschen, die davon profitieren, ne? Gerade weil ja der Placebo-Effekt ja auch eine Wirkung hat. Aber du gehst nicht mit schwerem Krebs zu einem Wunderheiler. Ja. Als Beispiel, oder weiß ich nicht. Leukämie, irgend sowas. Ist auch Krebs, aber... Ja. Ja. Schwierig. Aber ich fand die Zeile irgendwie bittersüß. Ohrfeigentherapie. Ist auch eigentlich, warte, naja, willst du den Song dazu machen oder so? Ich hab... Backpfeifengesicht von... Nee, Backpfeifengesicht ist ja auch noch was anderes. Ohrfeigentherapie ist, ich finde, das geht in andere Richtung. Achso, mach das, Robin, mach einen Song draus. Oder das wird unser Song für den ESC. Oder so, Ohrfeigentherapie. Ja. Also ich habe noch eine andere, um den Bogen zu spannen zum Anfang des Podcasts, eine andere Idee, liegt gerade auf meinem Desktop, Kinder treten. Einfach als Name für ein Lied. Mehr habe ich noch nicht, aber das reicht auch. An der Uni haben wir damals eine Band gehabt und wollten uns nennen Plötzlicher Kindstod. Aber cool. Dann abgewählt von der Mehrheit, leider. Schade. Ja gut, du hast ja noch so eine komische arische Frau. Ja, genau. Ich habe noch eine kurze News zu Alice Weidel. Nämlich kam jetzt nach von Storch und Kra und so weiter jetzt auch bei Alice Weidel raus, dass auch sie Vorfahren hat, die direkt in der NSDAP waren und in der SS wichtige Organe begleitet haben, also oder Organe waren. Wir haben unseren letzten Podcast einen Kommentar bekommen. Da haben wir eine von den Kollegen da behandelt. Ich weiß nicht, wie heißt sie? Ach, hier, Pissfrau oder so. Was uns einfällt, die hat da 100 Bücher stehen und wir suchen uns da gerade 3 raus, weil die dann mal blöd sind. Das sind Bücher von Himmler und so, also von NS-Literatur. Das stellst du dir nicht in den Bücherregal. Hallo, das sind 100 Bücher. Die hat da auch Harry Potter. Das heißt, die ist eine Zauberin. Genau. Da war kein Harry Potter drin übrigens. Ja, aber nee, das klappt. Ich weiß nicht, wenn das bei Habeck gewesen wäre, ja, der hätte irgendwie eine schwarze Pädagogik-Bücherwand gehabt oder irgendwelche Nazi-Literatur. Guck, der ist ein heimlicher Nazi eigentlich, der Grüne. Aber bei Weidel und bei Cortrez ist es so, nee, die sind einfach nur interessiert und einfach nur Fans von der deutschen Geschichte. Weidel, war nur so ein kleiner Alles gut. Schwenk da rein mal. Genau, und Hitler ernannte ihren Urgroßvater auch zum Oberstabsrichter. Also war wirklich ein richtiger Faschist und richtiger Nazi tatsächlich. Oh, ein echter richtiger Faschist, oh geil. Ja, und hat sich wohl eingesetzt für das völkische Lebensgesetz Kampf gegen das Judentum. Also er war schon richtig Antisemit und brennender Nazi, nicht Neonazi, Nazi. Und davon will sie aber nichts gewusst haben. Aber ich finde es halt spannend, dass es doch so, klar, es haben viele von Deutschen irgendwie Vorfahren, die in der NSDAP waren und so, ne? Ich nicht. Aber ich finde es spannend, dass man ja bei vielen PolitikerInnen nach solchen Vorfahren sucht und man die am meisten in der AfD wiederfindet. Ne? Also Frau von Storchs Großonkel war irgendwie Hitlers Finanzminister, Maximilian Kras, Urgroßvater, war irgendwie in der SS und jetzt auch noch Alice Weidel ihrer. Wenn wir Verschwörungstheoretiker wären, ja, wenn es auch sowas von einer woken linken Seite gäbe, könnte man auch behaupten, ja, das ist die Nazi-Nachfolgepartei. Weil ich glaube, ich wette mit dir um 1.000 Euro oder noch mehr, wenn Baerbock, Ricarda Lang und Habeck solche Vorfahren hätten, dann hätte sich die AfD schon lange voll drauf gestürzt. Gut, dann machst du hier mir den Wundwässrig mit deiner 1.000-Euro-Wette und dann machst du ein Szenario auf, was überhaupt nicht belegbar ist. Das ist natürlich gemein. Es ist belegbar. Ja, wie denn? Also du kannst ja nicht diese Theorien Tat umsetzen. Aber du kannst eins zu eins vergleichen würdest mit Baerbock, steht irgendwie vor einem Bücherregal, hat Nazi-Literatur. Es wäre ein Aufschrei bei denen. Die gucken doch schon bei so kleinen...
Der Punkt ist, dass das in den eigenen Reihen ein Aufschrei wäre. Und das ist ja, was ich immer predige, dass diese rechten Gesochse in ihren eigenen Reihen nie sich gegenseitig mit dem Finger bezeigen. Genau, gar nicht, ja. Und das ist halt ein grundlegendes, ich will es gar nicht Problem nennen, weil es ja eigentlich eine gute Instanz ist, sich gegenseitig so ein bisschen darauf hinzuweisen, was nicht in Ordnung ist. Das machen Linke vielleicht ein bisschen zu sehr manchmal, ne? Gerade in der linksradikalen Szene. Da ist es manchmal echt so Nuancenpolitik, würde ich es mal bezeichnen. Ne? Da geht es echt so um Nuancen, wie irgendwie bist du antideutsch, bist du nicht antideutsch, stehst du zu Israel und so. Es ist mehr so eine Nuance, aber so als Beispiel, man ist ja in vielen Dingen als Linker vielleicht auf demselben Standpunkt, Kapitalismus abschaffen gegen Ungerechtigkeit und so, und dann wirst du halt einfach total ausgeschlossen und richtig fertig gemacht, weil du irgendwie Israel ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr kritisierst als die anderen, ne? Und das ist so ein Problem. Israel überall kritisieren, im Osten, Süden, Westen und Nuancen. Genau, ja. Mhm. Und Israel ist zu kritisieren, das nochmal dazu. Ja, also nicht alle. Nee, aber die Regierung, also die israelische Regierung ist ja schon klar zu kritisieren. Mehr als das. Ja, vor allem, weil Bibi hat ja diesen Drecksong gemacht. Wabab, ne? Ja, und deswegen sollte der nicht mehr der Anführer von denen sein. Das ist disqualifizierend. Also ich habe jetzt hier ganz viel aus Amiland. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz hinfliegen? Ich hätte noch einmal ganz kurz Russland. Das ist ja fast das Gleiche heutzutage. Ja, dann können wir überleiten. Und zwar, Google soll in Russland 2,6 Trillionen Rubel Strafe zahlen. Ja. Das sind umgerechnet 2 Euro, aber trotzdem ist es sehr viel Rubel. Und das sind, steht hier, eine 2 gefolgt von 36 Nullen. Was etwa 19 Quantilliarden entspricht. Und zwar dafür, weil Google sich gedacht hat, einige YouTube-Kanäle von russischen Medien zu sperren. Das ist frech. Das ist gemein jetzt. Es ist wohl auch so, dass sich jede Woche, wo das nicht wieder entsperrt wird, wird die Zahl wohl angehoben. Mhm. Und so viel Geld gibt es gar nicht auf der Welt wie 2,6 Trillionen. Also Rubel geht gar nicht. Ja, die sind ein Land gewordenes Meme, ne? Muss man sagen. Und jetzt, wo sie auch nordkoreanische Streitkräfte eingesetzt haben, wo auch schon die ersten, also wird berichtet, die ersten auch schon gefasst worden, ja. Auch vernichtet worden sind. Es gab ein virales Bild von einem Gefassten diese Woche mit dem Ausweis. Man weiß noch nicht, ob's echt ist, ne? Das weiß man immer nicht so bei solchen Kriegsgeschichten. Oder auch ein Interview mit einem nordkoreanischen Gefangenen, der als einziger von seiner Gruppe überlebt hat. Und der, man weiß nicht, ob es freiwillig war, aber so ein kleiner, ich will nicht sagen Rant, aber schon so ein Monolog hält, von wegen, wir wurden in das Licht geführt und Putin schickt jetzt uns vor, weil er seine eigenen Leute nicht mehr irgendwie vernichten lassen will, weil die reihenweise wie die Fliegen sterben, die russischen Streitkräfte. Dass sie ausgenutzt werden, die nordkoreanischen Leute, und es totales Chaos ist und die haben keine richtigen Waffen dort, keine Verpflegung, und dass wohl Russland echt eigentlich nicht mehr lange durchhalten wird. So, und das fand ich total interessant. Und ja, dass es nicht so zum Thema gemacht wird von der pro-russischen Seite, dass sie jetzt ausländische und nordkoreanische Streitkräfte ranholen, finde ich auch sehr interessant. Wenn diese ganzen komischen, hässlichen Autokratien sich zusammentun, besonders Russland und China, könnte man reden von Winnie Putin. Ja, tatsächlich. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Das ist dann die große Phalanx des 21. Jahrhunderts. Und dann kommen dann noch diese Gümpelländer Nordkorea dazu. Okay. Gleich musst du hier 6 Trillionen Rubel zahlen, wenn du so beleidigt wirst. Also gerne, versuch's. Dann mache ich ja Kontoauskunft und dann bin ich fein raus. Ja. Ach nee, das lohnt sich nicht. Okay. Also, wer natürlich auch Bock hat, mit Putin zu reden, sind die Republikaner in Amerika. Und Leute, ich weiß, es quillt euch aus den Ohren raus, aber mir quillt es in das Herz hinein, denn es ist einfach eine Schicksalswahl. Ja. So ein bisschen habe ich da natürlich noch Hoffnung dran, auch wenn dann Amerika natürlich nicht sofort geheilt ist, sage ich mal. Aber es hat ja doch eine Strahlwirkung. Und deswegen ist es ein großes Thema, deswegen werde ich das auch weiterhin im Stream verfolgen. Wahrscheinlich dann irgendwie ab Dienstag um 23 Uhr oder so, bis früh um 5 und dann mal gucken, wie es so ist. Denn vielleicht das erstmal vorwegnehmen, es gibt einen sogenannten Seltzer Poll. Ann Seltzer ist eine, die hat so die, also bei den Umfragen ist sie quasi die Nummer 1 Person, so wie, die macht das besonders streng und ist nicht gekauft und ist nicht gebiased und ne, macht wirklich, versucht eine neutrale Menge abzugreifen und eine hohe Sample Size, ich glaube hier waren es 40.000 oder so, also sehr hoch.
Und zwar in Iowa, das ist jetzt nicht so ein relevanter Staat, weil der nur 6 Stimmen am Ende, also man braucht ja 270 insgesamt, um zu gewinnen. Hm. 538 gibt es all in all und davon hat Iowa 6, die es beitragen kann. Hm. Also es ist nicht so viel, um was es geht, aber Iowa wurde das letzte Mal von Obama gewonnen und die letzten Male hat Trump dann halt, keine Ahnung, 7 oder 8 Punkte plus gehabt, also war ganz deutlich Gewinner. Und dieser Seltzer Poll hat da in der Vergangenheit das auch immer fast akkurat, exakt, genau vorhergesagt. Und jetzt kam ein neuer Seltzer Poll raus und der sagt, dass plötzlich Kamala Harris vorne liegt. Oh. In diesem eigentlich kein Swing State mehr, sondern ein ganz normaler, roter, republikanischer Staat, der jetzt plötzlich zu shiften scheint. Mhm. Und das wird natürlich jetzt als Zeichen gesehen, dass das vielleicht doch nicht so knapp sein könnte, wie es vermutet wird. Und um das noch zu unterstützen, sind so viele weirde Scheißdinger schon wieder diese Woche passiert. Aber knapp wird es doch so oder so, oder nicht? Also knapp wird es, glaube ich, sowieso. Ja. Aber das wollte ich sagen, wenn ich meinen Stream mache und irgendwie relativ früh klar wird, Iowa fällt oder Florida, dann ist es vorbei. So, dann ist eigentlich klar, dass Harris gewinnt. Aber werden wir dann sehen. So, es sind verschiedene Dinge passiert. Trump war wieder im Interview bei Tucker Carlson, dieser ehemals Fox News Bla, der jetzt bei Twitter rumhängt und seine eigene Show hat, rumgümpel. Und da hat Twitter ehemals X. Twitter, immer Twitter, Vergangenheit Twitter, auch Zukunft immer Twitter, Deadname bis zum Tod. Ja. Und der hat da im Interview gesagt, diese Liz Cheney, ja, die Tochter von dem ehemaligen schlimmen Vize Dick Cheney, der größte Assi von allen, die jetzt beide hinter Kamala Harris stehen, was ich nur so halb geil finde, aber, die ist halt jetzt auch gegen Trump und er hat dann gegen sie geschossen, fast wortwörtlich. Er sagt nämlich, ja, die, ne, ich will mal sehen, was die sagt, wenn die 9 Gewehre auf sie gerichtet hat an der Wand und wenn dann aus 9 Gewehren auf sie geschossen wird. Was halt nicht mal nach einem Kriegsszenario klingt, sondern einfach wie eine Hinrichtung. Mhm. Und das hat auf jeden Fall richtig große Wellen geschlagen. Ich habe es jetzt natürlich nur halbwegs zitiert, ne, und nicht ganz akkurat. Aber der supportet nicht mal Trump. Nee, beide nicht. Also sie ist ja noch aktive Politikerin und ihr Vater Dick Cheney auch nicht. Ja, die haben beide Harris endorsed. Und dann gab es ein weiteres Event und zwar hat Trump einen Blowjob einem Mikrofon gegeben. Nein, ey, und das, da muss ich aber sagen, das ist so ein bisschen, da sind sich eigentlich alle einig, dass das so ist, aber ich muss sagen, das war nicht sein erster. Nee, er macht das schon gut. Also folgendes, ja. Man sieht oft die Aufnahmen in nicht so hochauflösend, keine 4K-Aufnahme. Und er macht halt, da gibt es diesen Mikrofonständer und das ist so ein bewegliches Ding. Und er bewegt das so nach vorne und hinten. Ja. Aber von vorne gefilmt sieht es halt aus, als würde er so dran rumreiben. Ja, ja. So, und dann macht er noch, was auf jeden Fall ein bisschen seltsam ist, mit dem Mund so, und geht dann so zweimal so runter. Aber, also es wirkt halt so, auf jeden Fall sieht es krass danach aus, aber er reibt das Mikrofon halt nicht. Und aus dem Kontext heraus ergibt sich schon, dass er halt nicht darstellen will, wie er das lutscht oder okay, so. Okay, okay, ja. Sondern er beschwert sich halt über sein Mikrofon, was irgendwie nicht funktioniert. Er hat schon das zweite in der Hand und sagt dann, ja, und dann komme ich hierher. Man hört es halt nur ganz, ganz leise, weil er das Mikrofon, er ist nicht gewohnt, ein Mikrofon so in der Hand zu haben, sondern nur so ein Ständermikrofon. Haha, Ständer. Und deswegen spricht er da nicht rein. Aber man hört es ganz leise, wie er sagt, dass er hier ankommt und das Mikrofon viel zu tief ist. Ja, und er sich quasi so runterbeugen muss, um da ranzukommen. Ja. Und es sieht halt übelst aus wie ein Blowjob. Wie gesagt, dieses Reiben macht er nicht, das sieht nur von vorne so aus. Ja. Aber das war auf jeden Fall nicht seine Absicht. Aber es vollfüllt so ein paar Kinks, glaube ich. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die doch so einen Trump-Kink haben. Ja. Für die freue ich mich ein bisschen. Das hat es halt ein bisschen überschattet, weil das ist natürlich witzig, aber so richtig relevant ist das jetzt für seine Präsidentschaft ja nicht, ob der irgendwie... Aber ist trotzdem... Es ist trotzdem weird, ne? Das auf jeden Fall. Will ich mir gerne angucken. Ja. Dann noch was richtig Geiles und ich wünschte, davon gäbe es mehr. Bei einem anderen Event, einen Tag später, hat er in so einer großen Halle, ja, das macht er relativ selten, aber eine Halle, eine Rallye gehabt. Das habe ich gesehen, das Video. Und sagt dann so, ja, bei mir gibt es nie leere Sitze und so. Ja. Und der Kameramann, der wahrscheinlich sich denkt, oh, halt deine dumme Schnauze, ich kann es nicht mehr, ich werde bezahlt, hier mir diese Scheiße zu geben. Fängt an, so einen Schwenk zu machen. Genau. Und du siehst, wo überall die Leute, und er redet, das geht 2 Minuten, dieser Schwenk. Ja. Nicht mal so kurz irgendwie, sondern wirklich, der hat es richtig Zeit gelassen. Und das ist wirklich Gold, Alter. Mhm. Also dieses Realtime-Fact-Checking. Und das, du musst dir vorstellen, die Leute, seine Fans, die da im Publikum sitzen, die hören das und denken sich, ja, geil, hat recht.
Die müssen nur mal gegenüber gucken, dass da keine Leute sitzen. Die wollen das auch wahrhaben so ein bisschen. Und ich glaube, das ist dann auch egal. Die wissen, dass er halt ein Lügner ist. Ich glaube, es ist so. Und ich habe letztens wieder GTA 5 gespielt. Da ist mir so ein Radioclip aufgefallen. Da ist auch gerade Wahl in GTA 5. Zumindest im Online-Game, glaube ich. Es sind ja verschiedene Zeiten, die da sind. Online und GTA 5. Und da ist auch so ein ehemaliger Hollywood-Typ, der jetzt in die Politik geht und dann aber dem Spot sagt, ich bin ein Arschloch, ich werde euch belügen, aber von mir wisst ihr es wenigstens, wählt mich und so. Was klar auch eine Trump-Anspielung gewesen sein muss. Und das ist es, glaube ich, auch ein bisschen. Die wissen, dass er lügt, dass er irgendwie auch Scheiße erzählt, aber die stehen halt in seiner Agenda zu 100%. Ja, aber gleichzeitig gibt es noch das geflügelte Wort, was sehr, sehr zutreffend ist, wenn du mich fragst, es ist viel leichter, jemanden zu belügen, als jemanden davon zu überzeugen, dass er gescammt wurde, weißt du? Ja, genau. Weil wenn du das annimmst, diese Realität, musst du ja zugeben, oh fuck, ich war so dumm. Genau, das fällt und deswegen blendest du das halt aus so. Ja. Was nicht ausgeblendet werden kann, ist, dass überall Briefkästen, in drei verschiedenen Staaten haben jetzt schon Briefkästen gebrannt, für die Vorwahl oder Briefwahl. Hab ich auch hier als News, genau. Und das ist ja richtig dystopisch, dass sich ja wirklich jemand die Mühe macht und es waren immer nur so 20, 30 Briefwahlzettel, die quasi abgegeben wurden, aber halt so demokratiefeindlich, Briefkästen anzuzünden. Andererseits überlege ich mir auch, warum das so unsicher ist, dass es da nicht irgendwie vielleicht gesondert in der Frage Post. Die Frage ist ja auch, wo das passiert ist. Wenn das jetzt draußen auch, an so einem normalen Briefkasten. Gut, aber auch Briefwahlen werden ja auch meistens eher von demokratischen Leuten gemacht, ne? Vielleicht ja, also war zu Covid-Zeiten mehr als jetzt, aber ja. Genau, ich habe auch noch gesehen oder gelesen, dass es wohl, genau, als sie gebrannt haben und wohl aus Russland Deepfake-Videos verbreitet worden sind, wie wohl die Demokraten Trump-Stimmzettel verbrannt haben sollen. Das wurde auch schon genutzt. Also ganz, ganz krass und offensiv und auch eindeutig. Also man konnte zwar auch belegen, dass es Deepfakes sind. Und auch die Quellen konnte man ausmachen aus Russland. Und das ist schon sehr dystopisch. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass es auf jeden Fall, dass die Wahl nicht zu Ende ist in ein paar Tagen. Ja. Es geht noch ein paar Wochen weiter. Und das Wählen an sich ist ja schon schlimm genug. Es ist noch ein virales Foto diese Woche herumgegangen und zwar dieses hier. Das ist Early Voting. Das ist nicht mal am Tag der große Wahltag, sondern früh. Und du siehst hier eine Schlange von, weiß ich nicht, hunderten Metern und es gibt noch einen anderen Winkel. Da siehst du, dass es hier nochmal so weitergeht. Also wirklich, ich würde sagen, 200 Meter sind das easy plus das. Also 300, 350 Meter Schlange. Und wie gesagt, nicht am Tag des Wählens, sondern vorher. Ja, drei Tage vorher. Das Early Voting. Und das liegt halt daran, dass die ganzen republikanischen Staaten das möglichst eindämmen wollen. Das ist nur ganz wenig. Wir haben ja hier jede zweite Schule ist ja quasi ein Wahlgebäude in Deutschland. So. Ja. Und da ist es halt so, ja, okay, du wohnst in Thüringen. Okay, dann hast du hier entweder in Gotha hast du einen und da drüben hast du einen. So jetzt mal übertrieben. Und deswegen staut sich das dann so. Plus das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass du diesen Leuten auch kein Wasser geben kannst. Ja. Genau, darfst du nicht, genau. Es ist völlig Banane. Und da, also wirklich, Amiland ist so fucking durchtrieben. So, dann habe ich hier noch 100 Stunden Epstein-Audio. Da hat sich natürlich jemand wieder gedacht, ich halte das mal so lange zurück, bis ich ein Buch veröffentliche oder einen neuen Podcast starte, was jetzt halt passiert ist. Und er hat dann jetzt kurz vor der Wahl gesagt, ach übrigens, ich habe hier hunderte Stunden an Epstein-Aufnahmen, wie er über Trump redet. Unter anderem sehr schlecht über ihn redet und so meint, ja, also Trump, ne, ich hatte viel mit dem zu tun, er war ein guter Freund, aber der ist scheiße zu jedem und ich kann kein gutes Wort über den sagen. Und der hat immer damit angegeben, dass er Frauen von seinen Freunden irgendwie gebumst hat und solche Geschichten. Also, wenn jemand wie Epstein schlecht über dich redet, dann, dann ist ja Polen offen, du. Wenn Hitler sagt, dass du Menschen diskriminierst, dann zieht's übel aus. Ja, ist so. Die genau Menschen feindlich. So, und dann das allerletzte große, Elon Musk, natürlich mal wieder, der hat ja dieses Giveaway gemacht, 1 Million für x Personen, die sich registrieren und so. Und da ist jetzt quasi ein Lawsuit am Laufen. Und da habe ich mir was aufgeschrieben, denn es gibt da eine Person, einen Attorney, einen Anwalt, der da mit drin hängt. Und da gab es unter anderem auf Twitter, ehemals Twitter, zukünftig Twitter, immer Twitter, Leute, die geschrieben haben, Krasner loves visitors, mask up and leave all cell phones at home, zusammen mit seiner Adresse. Also wirklich so richtig dystopisch durchtrieben, hier ist seine Adresse, besuch den doch mal. Ja. Wink, wink. Und das ist einfach nur abartig. Das funktioniert nicht, Leute. Ey, das ist doch scheiße. Es ist vor allem so offensichtlich.
Es ist halt das, was mich so stört. Weißt du, ich meine, Wahlen waren immer schon durchtrieben von Lügen, von Hetzkampagnen und so, eine Watergate und so weiter. Ja. Aber das war alles relativ subtil und da war es schon ein Skandal, wenn Obama einen braunen Anzug getragen hat. Das geht gar nicht, als eines Präsidenten gar nicht würdig. Ja. Und jetzt kommt halt Elon Musk als Multimilliardär, der einen anderen Multimilliardär, Donald, also angeblichen Trump, irgendwie endorsed, die angeblich gegen die Eliten kämpfen, obwohl die selbst die Eliten sind. Ja. Und rauskommt, dass Musk halt wirklich rechte Beiträge auf seiner Plattform da... Alter. Hervorhebt. Du hast mich jetzt auch noch was an was erinnert aus diesem Jubilee-Interview-Dings hier, 20 gegen 1 Format. Mhm. Da sagt halt eine, ich bin für Trump und finde auch Musk gut, weil der ist so reich, der kann nicht gekauft werden. Ich finde den gut, weil er ein Milliardär Framing. Ist. Ja, ja. Und das ist so Banane, mhm. ja. Also klar, also wenn man wirklich ganz, ganz dumm ist, könnte man sagen, ja, stimmt ja. Mhm. Aber wenn man ganz kurz nachdenkt, dann alleine das Mindset, was man braucht, um Milliardär zu werden, da musst du ja jeden Deal quasi, oh ja. geil, so jedes, wo du die Möglichkeit hast zu verdienen, dann machst du das auch. Du musst ja ein gewisses Beißen irgendwie haben. Und wenn dann jemand sagt, ja hier, Alter, ich gebe dir 100 Millionen, wenn du jetzt hier mal kurz auf den Tisch scheißt, dann macht das jemand. Ja, ich würde eher sagen, wer schon so reich ist, der war schon mal käuflich. Ja. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Oder hat Menschen ausgebeutet. Und es sind selten gute Menschen, die reich sind. Ja. Manchmal so ein paar Leute, die irgendwie geerbt haben, ne? Wie diese eine Multimillionärin, die dann ganz viel Geld umverteilt hat und das verschenkt hat quasi. Das gibt es, aber die sind die wenigsten. Eben, das ist ja durch Erben passiert und nicht durch dieses... Ich will nicht mal sagen, dass die sich richtig hart ins Zeug gelegt haben, weil viele, ja, Elon Musk hat ja auch sein Reichtum, seinen Start bekommen durch seinen Vater da mit seiner Diamanten-Markthöhle in Südafrika, whatever. Und viele andere erben ja auch und von diesem Punkt aus machen die dann. Aber wenn du quasi einfach nur erbst und dann direkt quasi sagst, yo, ich tue jetzt was Gutes und verteile das. Das ist ja ein bisschen was anderes. Gab es nicht sogar ein Gerücht jetzt, dass Elon Musk wohl auch ein illegaler Einwanderer ist? Das ist kein Gerücht, das ist so. Ist das so, ja? Ich habe das nicht, also nur so am Rande mitbekommen, dass es da so auch sogar Tweets gab und Social-Media-Beiträge, dass er ja selber nicht mal ein richtiger Amerikaner ist. Das sind wirklich so Dinge, die keinen interessiert von den republikanischen Wählern. Ja. Also die Frau von Trump ist auch eine Migrantin so und die wollen alle raushaben mittlerweile. Ja. Also wirklich auch so, ist ja jetzt offen, dass er Millionen Leute deportieren will, die auch legal sind, dann nimmt er halt deren legalen Status weg. So. Ja. Es ist wirklich völlig wild. Das führt mich auch nochmal zu den Korrektivrecherchen, die es ja Anfang dieses Jahres, die rausgekommen sind, ne? Ja. Wo ja auch die AfD mit Werteunion und CDU-Leuten und unparteilichen Leuten sich mit Martin Sellner getroffen haben, dem Neonazi, und die haben wohl auch, sollen ja auch Pläne geschmiedet haben, um Menschen zu deportieren, auch assimilierte Deutsche, also die es nicht anpassen können an die rechte Gesinnung und so weiter. Und da wurde ja, gab es ja sogar von den Teilnehmenden dort, wie sagt man, wenn die das vor Gericht unterschreiben, eine staatliche, na, die haben das unterschrieben, dass es, also sie die Wahrheit sagen, wie heißt das? Kotnaschen. Genau, sie haben Kotnaschen. Eidesstattliche Erklärung. Genau, haben sie unterschrieben, dass es eben nicht so war, ne? Die haben nicht über Deportation gesprochen und so, das wäre ja nicht wahr. Und es konnte ihnen ja auch nur zum Teil, konnte noch nicht endgültig ermittelt werden, wie es jetzt war. Jedenfalls hat jetzt Martin Sellner zugegeben, aus Versehen mehr oder weniger, dass es eben doch Thema war, assimilierte Deutsche auszuweisen und zu deportieren. Und das dazu führt, dass jetzt diese allesstaatlichen Erklärungen wohl wirklich dann gebrochen worden sind. Und eigentlich müssten jetzt juristisch gesehen richtig krasse Konsequenzen folgen. Eigentlich ist ein großes Wort, ne? Genau. Eigentlich müsste Trump auch schon viele Konsequenzen haben. Mal gucken. Aber der Typ aus Österreich, der ist ja eh auch nach Gemüse benannt, was keiner leiden kann. Martin Sellner. Ah ja, stimmt. Sellerie, ja, geht so. Mittelmäßig, ja. Wenn du mich fragst. Nicht so geil, ne? Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich bin wirklich einfach deep. Ich hab's jetzt auch relativ schnell runtergerattert, weil ich es nicht zu lang machen wollte. Ja, ist auch okay. Wenn ihr genaueres wissen wollt, guckt bei mir im Stream vorbei. Da kann ich euch... Ich hab das auch gemerkt, einer dieser... Wie heißt das? So ein YouTuber, der ewig lange weg war. Great A Under A heißt der. Den habe ich früher ganz cool gefunden. Mittlerweile... Ich weiß gar nicht, nur noch aus Nostalgie am Folgen. Der hat ein Video gemacht, der will halt gegen beide Kandidaten haten, hat jetzt mit Kamala Harris angefangen. Und ich konnte wirklich,
Also es hat mich ein bisschen erschrocken. Ich finde es auch cool so, aber ich konnte jeden Punkt, den er angebracht hat, komplett debunken, weil das alles Schwachsinn ist. Mhm. Ja. Also es waren so ein paar Talking Points. Er hat halt auch gesagt, ja, Kamala Harris stellt sich jetzt als schwarz dar und hat sich aber damals als indisch dargestellt, als würde sich das gegenseitig irgendwie ausschließen. Genau, so, ja. Als würde es biracial nicht geben. Ja. Das ist also, und das ist nur einer von vielen Punkten. Aber und es gibt ja Punkte, die man gegen Harris aufbringen kann. Ne? Ich meine, es ist jetzt auch nicht, also für mich so als linksprogressiver Typ so, ist sie jetzt auch keine geile Kandidatin, aber neben Trump halt die viel bessere Wahl auf jeden Fall, ne? Das darf man nicht vergessen. Sie hat halt Tim Walz an seiner Seite und der, also gegen den kann man wirklich wenig sagen. Ja. Ist schon ein guter. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber so ist es halt. Ne? Es gibt ja so viele auch echte Verschwörungen, ne? die man nachrechnen kann, wie eben Cum-Ex-Skandal und solche Sachen. Ne? Und da kümmert sich irgendwie keiner drum und die erfinden stattdessen irgendwelche Reptiloiden und Flacherden. Ja, kommt jetzt bei P. Diddy endlich mal was raus. Die sollen mal die ganzen Listen raushauen, wer irgendwie alles bei den Partys war. Das ist halt auch so ein Ding, ne? So ein paar Leute haben jetzt auch generell, finde ich jetzt eigentlich nicht so wichtig, dass irgendwelche Prominenten sagen, wen sie wählen. Aber Jennifer Lawrence, Beyoncé und diese Wet-Ass-Pussy-Dame, keine Ahnung, wie die heißt, die haben jetzt alle irgendwie im größeren Rahmen gesagt, jo, cool. Und ich frage mich nicht, welche Jennifer, habe ich Lawrence gesagt? Lopez? Ja. Die meinte ich eigentlich. Ja. Die war halt auch auf P. Diddy-Partys und das ist eigentlich gar nicht so geil, dann, wenn die sich hinstellen. Aber vielleicht waren ja auch nicht alle, die auf der Party waren, irgendwie davon betroffen. Da gab es ja auch Partys, die nicht ganz so schlimm waren. Ne? Man weiß es ja alles noch nicht so genau. Deswegen release the tapes, Alter. Aber Arnold Schwarzenegger hat auch gesagt, Kamala Harris, die ist es. Und der ist ja ehemaliger Gouverneur gewesen. Und der ist Republikaner, genau. Ja. Aber der ist schon immer da prinzipientreu, würde ich sagen. Der ist einer von den Guten, würde ich echt sagen. Der hat auch damals schon auf das Gerrymandering hingewiesen und da so ein Erklärvideo zu gemacht, vor 10 Jahren oder so. Und ja, der Governator. Und der ist ja schon einer, wo vielleicht so der ein oder andere Atzen-Ronny sagen würde, oh, der Governator, den mag ich doch, wenn der sagt. Aber wie gesagt, wenn du deine politische Entscheidung von irgendwelchen Promis nimmst, da sage ich bei dem noch, der ist halt wenigstens Politiker gewesen. Genau. Okay. Aber wenn du irgendwie Taylor Swift brauchst, um dir zu sagen, wen du wählen sollst, vielleicht ein bisschen. Nee, das ist ja nicht so. Also sie sagt jetzt den Leuten nicht unbedingt, ihr müsst jetzt Harris wählen, sonst hasse ich euch. Nee. Also sie sagt halt, ey, ich bin. Aber wenn du deine Entscheidung darauf berufst, dass Taylor Swift das gesagt hat. Na, aber es kann ja helfen. Also, ich meine. Als ich noch so jugendlich war, habe ich auch viel geguckt nach so Stars oder nach so Musikern und nach Bands, die ich gut finde, wie die so verortet sind. Ne? Und das hat mich dann schon auch irgendwie geprägt. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ich käme jetzt raus, dass das Fach in Urlaub irgendwie die Grünen wählt, wäre jetzt auch kein Grünenwähler sofort. Ne? Aber es wäre auf jeden Fall so ein Ding von, okay, wenn jemand wie er die Grünen irgendwie akzeptiert, ist ja irgendwie, sind die vielleicht ein bisschen cooler für mich und wahrscheinlicher, die auch gut zu finden. Ne? Und gerade junge Leute, Erstwähler, ne, die Taylor Swift-Fans sind, die lassen sich vielleicht doch ein bisschen beeinflussen, gerade wenn sie auch schlaue Sachen dazu sagt. Nicht nur sagt, ey, Harris ist gut, tschüss, sondern wenn sie eben auch sagt, ey, ich bin eine junge Frau, ich will bei meinem eigenen Körper bestimmen können, deswegen wähle ich Harris. Wenn eine Begründung kommt, warum die Person Harris wählt, dann finde ich es richtig gut, dass solche Stars und Promis ihre Meinungen kundtun und auch Leute endorsen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht viel Ahnung haben von Politik. Ich finde es auch besser, dass sie es tun, als wenn sie es nicht täten. Ja. Aber das ist schon so eine gewisse Kultur, die da auch in den Staaten vorhanden ist, die wir in Deutschland da weniger haben. Aber es ist auch ein größeres Risiko in den USA. Ne? Da gibt es so irgendwie so zwei Lager, ne? Und guck, es ist mal, halt hier anders. Rezo zum Beispiel, der hat ja Zerstörungsvideos gegen Parteien gemacht und so und hat aber selber nie gesagt, ich wähle übrigens. Ja. Aber vielleicht ist es auch nochmal was anderes, wenn man so ein sehr diverses Parteienspektrum hat, statt einfach nur zwei Lager. Wollte ich gerade sagen, du verlierst halt, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn du wenn du in Deutschland dich halt positionierst und für eine Partei entscheidest. Da hast du mehr zu verlieren, glaube ich, als wenn du halt. Was ja eigentlich ein noch beschissener Grund ist, es nicht zu tun eigentlich, nur weil du Schiss hast, was zu verlieren. Naja, aber es ist ja nun mal Realität, ne? Also gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst und abhängig bist von Sympathien, dann macht das schon so Sinn. Sein? Ja klar, also es ist ja so eine Öffentlichkeit, also ja, aber du bist ja darauf. Dann sollte man das vielleicht mal anfangen zu normalisieren, weißt du? Dass man Meinungen aushält, andere Meinungen aushält. Nee, dass das okay ist, wenn Leute sagen, sie wählen irgendwie XYZ-Partei. Ja. Und man sagt dann nicht, uiuiui. Ui, ui. Also es ist ja schon ein bisschen Tabuthema, was man wählt. So. Es ist eher so ein Wahlgeheimnis. Ne? Es gibt so einzelne. Das ist ja auch wiederum gut, dass, ja, aber vielleicht. Ich sage mal, man muss trotzdem nicht ins andere Extrem rüberschwappen lassen.
Na, du hast ja hier nochmal einen anderen Stempel, glaube ich, wenn du dich hier für die FDP oder sowas oder für die Grünen positionierst. Ja, ne? Zu Recht. Wie gesagt, ich glaube, du hast halt hier mehr zu verlieren als in den USA, wo dann 50% auf jeden Fall happy machst, wenn du dich irgendwie für einen entscheidest. Hier stößt du halt dann... Ja, das ist ja das Ding, ne? Also runtergebrochen wurde Trump nie von mehr als, frag mich jetzt nicht genau, 43% insgesamt gewählt, weil es halt auch viele Nichtwähler gibt, oder... Mhm. Ich glaube, es waren nicht mal ganz 40. Na klar, gesamt gesehen ist ja, hat ja Trump nie gewonnen. Ne? Das ist dieses Wahlsystem, das sowieso nicht. Was Trump ja ins Amt katapultiert hat. Ja. Völlig Banane. Ist also, dann hoffen wir jetzt doch mal, wir drücken mal die Daumen für Kamala Harris, damit bei mir hier nicht der Käse wieder teurer wird, wenn dann Trump anfängt, seine ganzen, seine Tariffs, das ist ja so sein eigener, einziger Plan. Der will die Steuer komplett weg haben und überall nur Zölle drauf oder was weiß ich was sein. Ja. Also Steuern sowieso weg für die Reichen. Naja, egal. Es den Eliten zeigen, ne? Das schafft auf jeden Fall der Trump. Ja, also Gwendoline muss in die Liste. Die Woche war jetzt Blowjob von 10, würde ich sagen. Gwendoline? 6,9. Nee, eigentlich nicht. Das ist zu viel, glaube ich. Sweet, sweet Gwendoline. Die hat sie. Hier ist es doch. Habe ich es gefunden. Kommt in die Playlist rein. Hatte ich lange nicht gehört und ich glaube, den Song habe ich doch noch nie, bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so, ich höre jetzt bewusst diesen Song mal an. Ja. Wenn dann immer nur so als Album, weißt du? Ich hau rein von Nina Hagen, Wir tanzen Tango. Den habe ich jetzt vor kurzem wiederentdeckt. Den habe ich schon mal vor einigen Jahren gerne gehört. Oh. Und habe jetzt so gesehen, dass jetzt irgendwie so ein Best-of irgendwie veröffentlicht worden ist oder hochgeladen wurde und eine Playlist von ihr, keine Ahnung, wurde mir vorgeschlagen. Habe die beim Duschen laufen lassen und dann kam halt Wir tanzen Tango und ich dachte, was für ein geiler Song. Den will ich hören. Das ist übrigens der 222. Song ist in unserer Playlist. Ja, ich habe die Playlist neulich, Brennholz Untermusik, verlinkt auf YouTube, beim Zocken gehört und zwar sehr nice. Echt, ja? Ja, also nicht bei einem Story-Spiel, sondern hier bei Riders Republic, wo du nur so rumdördelst. Wir haben schon 47 Saves. Saves euch rein. Ist echt eine bunte Mischung, Leute. Bewertet uns auf Spotify, empfehlt euch unseren Freunden und umgedreht. Ja. Dann hören Leute was. Haben wir noch eine Bewertung eigentlich? Auch, warte. Ja. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Es wird auch bald wieder ein bisschen weniger USA-lastig. Außer Trump überlegt sich noch einen neuen Coup. Man weiß es nicht. Ich glaube, es wird bis Ende des Jahres safe noch uns beschäftigen. Aber wir sind Brennpunkt Internet und das hält halt leider das Internet auch in Atem. Natürlich. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist und es geht ja auch sehr viral. Und wir müssen auch dazu sagen, wir sind ja auch zwei Menschen, die Bubbles haben, die in Bubbles leben auch, wie wir alle, weil wir alle Menschen leben. Und wir können auch nur aus dem berichten, vielleicht was wir aus mitbekommen, ne? Und ja, aber meine Real-Bubble hat eigentlich überhaupt keinen Anschluss zu Amerika, würde ich sagen. Also nicht so krumm. Ich verfolge schon sehr stark. Also ja, du, aber jedenfalls du bist mehr ja als klug. Danke. Mehr als chinesische Politik zum Beispiel. Ja. Da bin ich weniger drin. Ja. Was geht mit in der Woche? Bist du gut zu Hause angekommen, fragt meine Mutter. Die hat mir Wickelklöße gemacht. Wickelklöße ist auf jeden Fall ein Event diese Woche, aber mehr als vier kann ich nämlich eigentlich, warte mal, nee. Was hatten wir letzte Woche? Da sind wir schon hoch. Auch zu hoch, finde ich. Wir müssen auf jeden Fall unter letzter Woche sein. Diese Epstein-Audio-Sache ist eigentlich krass, aber das kümmert halt jetzt keinen mehr so. Nee, die Wahl brudelt halt irgendwie an, ne? Ich würde auch eher so eine 4 sagen. Ja, ich hoffe, wir hatten letzte Woche mehr als 4, sonst fühlt sich das falsch an. So, du gehst live am Mittwoch oder am Dienstag? Ja, ich habe mich immer noch nicht damit beschäftigt, aber wenn das so ist wie in Deutschland, da gibt es ja 18 Uhr so erste Ergebnisse. Da in den USA ist das eh, ne, von Staat zu Staat extrem unterschiedlich. Aber ich glaube auch, dass es da so sein könnte. Und wenn es da 18 Uhr ist, müsste es hier ungefähr um 12 sein. Ne? Ja. Gibt's jetzt ja auch drei also Zeitzonen. Also Mitternacht, oder? Genau. Ja. Mitternacht von Dienstag zu Mittwoch. Mhm. Und dann mal gucken. Mhm. Also ich streame dann quasi Montag, Dienstag und Mittwoch, so wie es aussieht. Kann auch sein, dass ich den ganzen Dienstag irgendwie gebannt davor sitze, weil es irgendwie so spannend ist oder weil irgendein krasser Scheiß passiert. Mhm. Who knows? Aber ja, ich werde sowieso vorm Rechner sitzen und mir das verfolgen, deswegen kann ich es auch einfach gleich streamen. Und haben die nicht auch elektronische Votes, dass sie ja auch irgendwie an Computern wählen können, oder war das nur... Ich glaube nicht. Nee? Das sagt okay. mir gerade nichts. Okay. Ich dachte, das gab es irgendwie mal, da gab es irgendwie das Gerücht, dass sie manipuliert gewesen wären, aber also keine ja, Ahnung. Doch, ne, es gibt ja diese Automaten, aber nicht. Genau. Du sitzt nicht zu Hause und machst am Computer irgendwas. Nee, aber du gesagt, die Dominion-Automaten, genau. Ja. Ah, ja. Das ist auch komplett auseinandergenommen und das war ja das, da musste Fox News 300 Millionen Strafe zahlen, weil die diese Fake News, diese Propagandalüge von, das war der sogenannte Kraken, den die Anwältin damals von Trump released hat, aber das sind alles alte Kamellen, die ist mittlerweile, glaube ich, sogar im Knast, die Frau.
Hoffentlich ist, wird Kamala Harris nicht bald eine alte Kamelle sein und ist dann weg vom Fenster. Wäre schade. Ja. Mit dem Gag verabschieden wir uns, glaube ich, in die Nacht. Ja, wascht euch. Wascht euch, geht wählen, wenn ihr in den USA lebt. Ihr könnt auch von abroad, Alter, was ist denn hier los? Alter, ich sage so viel Alter. Ihr seht, es ist spät am Abend heute. Ich glaube, unser Twitter-Account, der behauptet hat, dass man in den USA könnte jeder mehrfach wählen, es wird nicht kontrolliert und wir können auch einfach rüberfliegen. Das sind deine Quellen, ja, irgend so ein Twitter-Account. Nee, aber das behauptet er halt, ne, und alle glauben ihm das. Und wo alle aber auch in den Kommentaren debunkt haben, das geht überhaupt nicht. Was du, also, man muss sich ja vorher registrieren halt, ne. Klar, manchmal, wenn du registriert bist und du gehst dann zur Wahl, wird es nicht immer kontrolliert, dass auch die Person wählen geht, aber du wirst dann trotzdem von der Liste gestrichen, kannst nicht mehrfach wählen gehen. Das geht nicht. Also, liebe Leute, Fake News hinterfragen und waschen gehen. Waschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich geh jetzt auch gleich ins Bett. Nee, cool. Ich dachte waschen. Nee, ich geh noch ein bisschen...